Ein duftender Rollbraten mit einem frischen Frühlingsgemüse ist doch gerade zu Ostern etwas Feines. Wie ich den zubereite, zeige ich euch jetzt und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich fange jetzt mit der Füllung an und dazu schneide ich mir die Zwiebel und den Knoblauch in feine Würfel. Knoblauch und Zwiebeln kommen jetzt in eine Schüssel hinein und die weiteren Zutaten gleich oben drauf. Thymian, Estragon, Salz, Pfeffer, Senf, ein Ei und das Panko-Mehl. Für meinen Rollbraten benutze ich heute Schweinerücken. Wenn euer Stück hier oben drauf noch feine Sehnen hat, könnt ihr die gerne herunternehmen. Um daraus einen Rollbraten nun machen zu können, schneide ich dieses Fleisch jetzt erstmal waagerecht auf. Achtung, dabei bitte nicht durchschneiden, sondern immer weiter aufrollen, dass die Scheibe möglichst groß wird. Das Fleisch möchte jetzt gewürzt werden und das mache ich mit Salz und Pfeffer. Darauf geben wir jetzt unsere Füllung und das geht am allerbesten mit den Händen. So, ich habe auf der einen Seite meines Rollbratens ein bisschen Füllung freigelassen, dann können wir es besser aufrollen und genau das machen wir jetzt. So, der sieht doch schon richtig super aus und damit er mir nicht wieder auseinanderfällt, binde ich ihn jetzt mit einem Faden zusammen und würze ihn mit Salz und Pfeffer. Und bevor der Rollbraten jetzt in den Backofen hineingeht, braten wir ihn noch im Bräter von allen Seiten goldbraun an. So, der Braten ist von allen Seiten angebraten. Jetzt geben wir noch ein bisschen Wasser dazu. Deckel drauf, ab in den Ofen, 170 Grad, 75 Minuten und am besten auf Umluft. Wer an dieser Stelle noch die perfekte braune Soße kochen möchte, kann den Rollbraten auf angeröstete Knochen und Gemüse setzen, bisschen Tomatenmark dazu und dann schmoren. Wir machen das heute nicht, weil der Braten schmeckt auch so ganz lecker. Ich bin ja mal zur See gefahren und meine Crew hat diesen Rollbraten wirklich geliebt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare hinein, was euer Lieblingsbraten ist. Während der Rollbraten nun im Ofen schmort, haben wir genügend Zeit für unser Gemüse. Ich starte jetzt mit meinen Schalotten. Die werden in ganz wenig Butter angeschwitzt und dann können wir alle weiteren Gemüse oben drauf geben. So, unser gesamtes Gemüse ist im Topf. Wir geben da einen ganz kleinen Schuss Wasser dazu, machen da den Deckel drauf, weil wir wollen ja dünsten und nicht kochen. Und nach ungefähr 10 Minuten Garzeit geben wir dann erst die Zuckerschoten dazu. Und nochmal ein kleiner Tipp, aus diesem Möhrenkraut könnt ihr noch ein wunderbares Pesto machen oder auch einen kleinen Beilagensalat. Bitte nicht wegschmeißen. Unser Braten, wollen wir da mal hineinschauen. Wow, der sieht aber gut aus. Jetzt noch schnell den Bindfaden entfernen. Achtung, verbrennt euch nicht die Finger und dann können wir auch schon anrichten. So, jetzt wollen wir probieren. Richtig würzig. Ich kann da wirklich kaum widerstehen. Ich hoffe, ihr auch nicht. Gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und frohe Ostern. Tschüss, euer Kalle.